Willkommen zurück zu Legend of Mana, würde ich sagen. Let's Play Trials of Mana. Legend of Mana wäre nochmal ein geiler Titel tatsächlich. Da bin ich aber mal gespannt, ob sich Square Enix durchringt, Legend of Mana nochmal zu remastern, so wie sie es hiermit getan haben. Weil tatsächlich, muss ich gestehen, ist ein Spiel, was ich auch nie durchgespielt habe, aber lange gespielt habe. Und das war ein PlayStation-Titel, der unglaublich geil gewesen ist. Ah, ich weiß, da habe ich schon in manch anderen Teilen rumgeschwärmt. Mal gucken, hoffentlich machen sie es. Wir sind jetzt gerade eben dabei, den Djinn, den Windgeist, zu suchen und zu finden und scheinbar auch den ersten Mana-Kristall. Na komm, roll dich. Hack. Hack. Boah, die klingen ja echt fies. Oh, super. Und die nächste hat ein Level abbekommen. Ja, wir müssen hier jetzt, wie gesagt, hochlaufen. Wir haben hier so kleine Kurzwege. Ich will auch mal ein bisschen schauen, ob ich hier irgendwo die, sowas wie... Oh, fuck. Wie Kisten finde. Hört mal auf, die Kleine zu vermöbeln. Die soll nicht heilen, wenn es hart auf hart kommt und nicht sich selbst. Ich habe die nicht ohne Grund in die Defensive geschickt. Genau, wenn ihr eine Kiste seht, die ich nicht gesehen habe, dann schreit es raus. Schreibt es mir, damit ich schnell diese einsammeln kann. Okay. Panic Rolling ist eine coole Angelegenheit, bringt aber nichts, wenn man seine Panic Rolls in den Gegner macht. So, hier die Brücke rüber, da würde es... Oh, hier ist ja noch ein Gegner. Die Brücke rüber, da würde es zu den letzten Laurentianerinnen rübergehen, die ihren Angriff planen auf die Leute, die ihre Heimatstadt eingenommen haben. Au. So. Kaputt gemacht. Gehen wir mal hier in die Höhle. Das klingt so... Ah, ja. Das sieht nämlich so aus, als ob es hier eine Kiste gibt. Und die wollen wir natürlich haben. Steht natürlich außer Frage. Loot, 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 Loot ist immer gut. Mache ich demnächst mal einen Song draus. Ha. Kiste Nummer 3 in dieser Gegend. Und eine Schokolade. Mal eben kurz muted, um euch nicht ins Mikro, ins Öhrchen zu husten. Das sind mir eure Ohren doch ein bisschen zu schade für. Ihr sollt mir ja zuhören können, während ich hier rumlaber. Da ist er. Oh, what? So. Hacken kaputt. Und gut. Hier haben wir sonst nichts weiter. Ne. Sieht nach nichts aus. Hier geht es noch irgendwie nach oben. Lass die einfach mal hochgehen. Lass mal gucken, was es hier gibt. Da hinten ist nochmal eine Brücke. Ah. Ja, komm, Bonus-EP sind immer gut. So, ihr kommt auf die Idee, uns mies anzugreifen, dann greifen wir euch auch mies an. Schnell weg hier. Den Angriff habe ich nämlich gesehen. Schön. Die Tales of Serie kenne ich nur vom Hörensagen. Also selber habe ich mich nie dran getraut. Aber ich habe auch gehört, dass das eine unglaublich geile Serie sein soll. Ich werde auch öfter mal von hier Tales of
Ich komme nicht drauf. Irgendein Tales of wird mir immer bei Steam vorgeschlagen und ich denke mir so, wäre eigentlich ein geiler Titel, könnte ich mal spielen. Habe ich aber nie gemacht. Also gar keinen Teil davon. Aber jetzt sind wir erstmal in Böhalla angekommen. Und hier müssen wir wohl scheinbar Windrätsel lösen. Sowas finde ich geil. Ich hoffe, das sind auch wirklich Rätsel. Zombies mit Toten. Okay, nö, was auch immer ihr vorhabt, ich habe keinen Bock auf euch. Scherz beiseite, natürlich gucke ich mir mal an, was hier passiert ist. Och nee, die HP hat einfach nur geschlafen. Wie dreckig. Das war voll der Hinterhalt. So, wo ist die Harpie? Da ist die Harpie. Oh! Ganz so... Es hat sich doch gelohnt, hier reinzugehen. Hier ist nämlich wieder ein kleiner Kaktus. Den hole ich mir. Kaktus Nummer 6. Wir nähern uns dem nächsten Ziel. Wahrscheinlich bedeutet das irgendwie mehr Geld von Gegnern oder so. So, noch 4... Kaktoren brauchen wir. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, welcher Teil von der Tales of-Reihe das ist. Aber ja, interessieren würde es mich schon. Ich würde zu gerne wissen, was die Leute daran so ein bisschen hypt. Okay, so viel zum Thema, wird von einer Windstatue bewacht. Ganz im Gegenteil. Wir haben hier scheinbar ein kleines Problemchen. Okay, Tales of Berseria. War das nicht so... Ist das nicht sogar der Teil... Bin mir gerade nicht sicher. Okay, ich gehe hier jetzt erstmal lang. Weil ich, genau, ich habe hier nämlich eine Kiste gesehen, die will ich auf jeden Fall haben. So, diese Windstatuen sehen so aus, als ob die immer zwei Wege hätten. Ah, hier oben sind solche Statuen. Und vermutlich müssen wir mit diesen Statuen die Wind... Dinger bewegen. So. Gib ihm! Schnell weg. Roll dich. Roll dich. Hau. Roll. Und... Hau und roll und hau. So, dich noch aus der Luft holen und gut ist. Ha, ohne Schaden gewonnen. So mag ich das. So, hier scheint irgendwas zu sein. Hier haben wir erstmal eine Kiste, die nehmen wir uns natürlich. Und hier scheint irgendwas zu sein. Mal gucken, was damit passiert. Ah, okay. Mit den Kristallen bewegen wir die, diese Winddinger hin und her. Ist mal gut zu wissen. Oh, da haben wir eine ganze Menge von diesen Winddingern. Würde ich mal sagen. Nehmen wir erstmal den. Dachte ich mir schon, dass das so aussehen wird. Erstmal runter mit euch. Und dann drauf rumhacken. Oh, lebt hier noch was? So,
Komme ich hier trotzdem durch oder ist der Weg jetzt komplett versperrt? Nee, ich komme hier trotzdem durch. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob das so sein muss. Aber theoretisch... was ist denn jetzt los? Irgendwie stand ich... Hing ich gerade in der Luft fest? Und hack. Hack. Nö. Geschafft. Geschafft, geschafft. Alles geschafft. So, hier hinten wird, dachte ich mir schon, der nächste nächster Kristall sein. So, gleich ein Kreuzhieb drauf. Ein bisschen aufladen. Und hack. Sehr schön. Ja, es läuft auch eigentlich gerade ganz gut, finde ich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich beschweren könnte. Ich gucke mal, ob ich hier einfach so durchkomme. Ne, durchglitschen ist nicht. Ist das auch gut. Das heißt, da hat jemand tatsächlich ein bisschen rumgetrickst und rumgetestet. Muss man ja auch mal lobenswert erzählen oder sagen. Ah, jetzt komme ich aber nicht hier zu diesem Ding hin. Das macht aber nichts. Wir kommen hier noch irgendwie weiter. Hallo, Harpie. Toll. Das hat nicht so geklappt. So, da kommt er auch schon angewandert. Und kriegt erstmal eine harte Seite von mir. Und gleich nochmal drauf. Genau, heilendes Licht ist gut. Heil mal unsere Freunde. So, jetzt komme ich hier hinten lang. Bin mal gespannt. Ah, hier komme ich nicht. Das ist eine Sackgasse. Hier passiert auch nichts. Ich dachte eigentlich, dass ich hier jetzt... Na gut, aber trotzdem hatten wir hier noch irgendwas. Hier kommen wir jetzt durch. Aber wir kommen nicht... dahin. Dahin kommen wir nicht. Also zu der Kiste. Oder kommen wir von hier aus zu der Kiste? Von hier aus kommen wir zu der Kiste. Perfekt. So, wie viele Kisten gibt es denn hier noch? Zwei Kisten gibt es hier noch. Das sagt uns ja auch sehr viel darüber aus, wie weit wir noch zu laufen haben. Hier können wir nicht runter oder lang. So, aber hier waren wir vorhin. Da unten waren wir zumindest. Ah, an der Stelle können wir uns wahrscheinlich schrumpfen. An diesen Stellen müssen wir wahrscheinlich, oder werden wir wahrscheinlich den Schrumpfhammer einsetzen. So, erstmal die Harpie. Und jetzt die anderen. Komm mal runter. Da oben dich zu treffen ist ein bisschen blöd. Das macht keinen Spaß so. So, bin ein bisschen... Komm, wir nutzen mal die Statue. Was auch immer Charlotte da gerade am Rumjammern ist. Ah, ein neuer Weg ist erschienen. Ach so, das ist jetzt eine Abkürzung, die wir hier haben. Ja, das passt ja. Das heißt, wir können jetzt hier einfach runtergehen und abspeichern. Ah ne, können wir nicht. Weil hier jetzt Wind ist. Das ist natürlich blöd. Ne, dann lassen wir das. Dann leben wir mit diesen Taten, die wir hier durchgestanden haben. Ah, okay. Jetzt weiß... Danke, Blechwalze, für deine Aufmerksamkeit. Jetzt weiß ich ja auch, dass es nicht an mir lag. Oder nicht ganz. Das merke ich mir. Ich werde mal öfter auf die Gegner drauf springen, um zu gucken, ob ich einfach so eine... so rumstanne. Auf die Art und Weise. Läuft. Okay, wir gehen erstmal hier entlang. Hallo. Nee. Hallo. Mal schnell ein Kreuzhieb. Oh. Wir merken uns, Kreuzhieb
Bringt nichts, wenn die Gegner in der Luft sind. Ah, aber der Tornado-Hit ich habe ihren Namen vergessen. Resi. Der scheint gut zu sein. Ach, generell. Ich finde, die KI macht sich hier gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn man die erstmal vernünftig eingestellt hat. Dann wirkt das fast so, als würden die Mitspieler sein, die ich mir hier sehr, sehr gerne gewünscht hätte. Ich hätte mir echt gerne gewünscht, dass das Spiel einen Multiplayer hätte, so wie die, so wie Secret of Mana und das alte, also die alten Spiele, nicht die Remakes, sondern wirklich die Originale. So, irgendwo hier. Wow, Zombies! Nein, nicht angreifen, nein! Lass mich in Ruhe! Boah, gerade so ausgewichen. Ach, trotzdem noch ein Hit kassiert. Dammit! Okay. Scheinbar müssen wir uns hier reinschieben lassen. Hack. Und gib ihm. Hä, what? Ich dachte eigentlich, das war schon. Ah ne, wir haben erst 97%. Jetzt haben wir 100%. So, geh kaputt. Leg dich hin. Öffnen wir das Ding hier nochmal. So, jetzt können wir hier auch zurück. Jetzt müssen wir hier gucken. Weil in die Richtung gab es noch eine Kiste, die wir nicht öffnen konnten. Nein! Da drüben ist noch ein... ein Kaktus. Kommen wir zu dem, wenn wir uns hier drüber... Ich glaube, ich hab's. Wir müssen... Ha! Hier rüber springen. So, jetzt müssen wir natürlich diese... diese Rundumlauf-Sache nochmal machen. Aber trotzdem, hey! Wieder ein Kaktus mehr. Jetzt hoffe ich nur, dass die Gegner noch nicht respawned sind an der Stelle. Ja, perfekt, sind sie noch nicht. Das heißt, wir können hier ganz gemütlich weiterlaufen. Klatsch. Was wir... mir fällt aber gerade auf. Einmal Ausbildung. Wir haben hier einige Punkte, die wir wieder verteilen können. Genau. Bei ihm wollten wir jetzt erstmal auf Glück gehen. Nee, er lernte Ausrüstung noch nicht lernen. Bei ihr sind wir auch schon. Dann geben wir ihr nochmal ein bisschen Ausdauer dazu. Und sie hat wieder 3 Punkte. Einen auf jeden Fall auf Stärke. Und nochmal ein bisschen auf Ausdauer. So, jetzt können wir nochmal aufrüsten. Mal gucken. Zielgenauigkeit. Erhöht kritische Treffer. Ach, das geht auf alle. Auf alle ist immer gut. Gemeinsame Fähigkeit Händler. Chancen 20% ver... Nee. Magischer Wechsel. Magieangriff haben wir leider nicht. Wir könnten nochmal die TP erhöhen von allen. Das finde ich eigentlich ziemlich praktisch. Was ist denn hier gerade ausgerüstet? Nee, das finde ich schon ziemlich cool. Das behalten wir. Was können wir denn hier? Konter. Verteidigungsbereit. Defensive. Aber den Angriffsgrundwert um 10 senken finde ich blöd. Nee, das tatsächlich lassen wir das mal so. Genau, Strategie wollte ich noch machen. Und zwar Resi. Und zwar Aktion. So oft wie möglich Klassenangriffe einsetzen.
Okay, ich merke gerade, den nutzt er natürlich nicht, weil sie nämlich nur auf ausschließlich Schützen geht. Ausschließlich Konzentration auf Heilung und Unterstützung der Verbündeter. Konzentration auf Heilung und Unterstützung von Verbündeten. Wir nehmen doch mal lieber Schutz geht über alles und hoffen, dass sie auf die Art und Weise dann doch ein bisschen mehr liefert. Weil auf die Art und Weise würden dann die Kämpfe, glaube ich, nicht mehr ganz so lange dauern. Und gegebenenfalls macht sie dann auch ihre Spezialfähigkeit. Und wenn sie Spezialfähigkeit macht, das wäre natürlich umso geiler. So, hier haben wir doch tatsächlich ein Puzzle-Rätsel und ein kleines Puzzle. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. So, da kommen wir nicht hin. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich puzzelig ist oder ob das eher so mittelmäßig ist. Ach, hier werden wir wahrscheinlich so oder so durchgewandert. So, erstmal hier lang. Okay. Dann haben wir jetzt hier einen neuen Weg frei. Mit dem können wir hier entlang wandern. Und dann hier. Und ich glaube, hier gibt es nur diesen einen Weg. Jawohl. So, machen wir erstmal hier kaputt. Was haben wir jetzt hier? Noch eine Kiste. Eine Halsberge. Oh, eine Halsberge. Das könnte doch bedeuten, dass wir hier jemanden nochmal... Ein Schild wäre ganz praktisch. Nö. Gegenstände. Schauen wir doch mal ganz kurz. Wir haben eine Halsberge bekommen. Wo finden wir die denn? Handschuhe, Schuriken, Wurfpfeil. Da haben wir eine Halsberge. Aber... Oh, Tatsache, die liefert sogar was. Das ist ja praktisch. Ja, dann. Her damit. Give it. I need this. So, jetzt gehen wir nochmal, schauen wir nochmal den Weg hier. Ah, an den Weg kommen wir gerade nicht. Dann müssen wir dann doch einmal den hier drehen. Und ist klar, dass der sich hier jetzt rüber dreht. Aber da möchte ich natürlich auch nochmal lang. Ah, und hier hätten wir nochmal eine neue Abkürzung. Perfektomatico. Und eine goldene Statue. Das heißt, wir nähern uns irgendeinem Fight. Ich mache hier jetzt erstmal diese Gegner platt. So. Noch den Kreuzhieb oben drauf. So, der hat gesessen. Ordentliche Zwiebel. Da gab es noch ein Level-Up. Charlotte hat ein Level-Up. So, und wie schon angekündigt, hier müsste ein neuer Weg entstehen. Jawollo. Ausgezeichnet. Das heißt, wir kommen hier leichter und schneller durch. So habe ich es gerne. Dann lass uns nochmal kurz einmal die Lebenspunkte auffüllen. Und einmal kurz abspeichern. Wunderbar. Ja, ich bin mal echt gespannt, was jetzt hier gleich für einen Gegner auf uns warten wird. Ist er echt schon hier oben? Nee, aber fast. Ah, da ist der Kristall. Okay. Ja doch, das heißt also, wir werden hier hochgehen und werden dann vermutlich einen Bösewicht treffen. Ich glaube, dann verschieben wir das mal lieber auf eine andere Folge und machen hier jetzt gleich erstmal einen kleinen Cut. Suche nach Windelementar. Sind wir gerade dabei. Der scheint wohl hier zu sein. Hier ist der Mana-Kristall und der Kristall wird uns, denke ich mal, auf jeden Fall... einen Gegner freilassen, weil wir wissen, da sind irgendwelche Gegner eingeschlossen. Die Kisten, wir haben alle 7 Kisten, die wir hier finden können. Das ist auch ziemlich praktisch, hätte ich nicht erwartet. Aber ja,
wie gesagt, was wir nochmal schnell machen können, ist einmal die Ausrüstung. Die Charlotte hat noch ein Level abbekommen. Können wir ihr nochmal einmal kurz die Ausdauer erhöhen. Und sie hat auch noch ein Level ab. Die kassiert dann auch nochmal Ausdauer plus. Und die Sache ist gelaufen. Damit haben sie alle ein bisschen mehr Lebenspunkte. Ein bisschen mehr Wumms. Ich würde mal sagen, perfekt für den kommenden Kampf. Also bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.